Grüße, Gemüse und Gomo, Gomo, Gomo. Wir sind hier bei der Beta von Inazuma 11 Victory Road. Ich hoffe doch, es schmeckt. Und heute werden wir hier auf der Teambank unser Team weiter verbessern. Und dann geht's weiter gegen die Level 6er Inazuma Allstars. Ich glaube, wir haben sie so langsam geknackt. Und mal schauen, welche Gefilde uns dann noch erwarten. In dem Sinne, lasst jetzt einen Daumen nach oben da für das geheilte Team im Hintergrund. Es ist sehr jäh. Abonniert rein für mehr. Für die 1000 Abonnetas und aktiviert die Glocke, damit ihr hier nichts mehr verpasst. Wir haben hier sehr viel Zeit, diese Beta zu spielen. Ne? Wie gesagt, Ende Juni. Das ist sehr schmackofatz. Und ich freue mich da auf eine sehr, sehr coole Zeit. Es schmeckt, es macht Spaß. Ne? Und ich habe auch in den Kommentaren von Leuten gehört, dass sie es sogar geschafft haben, mit einem Level 16 Team Level 30 Teams zu besiegen. Also, wer weiß, wie der Skill sich am Ende des Tages noch weiter verbessert. Ich glaube ja persönlich bei mir nicht mehr allzu viel. Aber man kann doch immer weiter copen. Das ist ja das Schöne. Wir haben im letzten Kampf leider keine seltenen Geister bekommen. Das hat mich richtig verwundert, weil wir haben so viele Duelle gewonnen. Und das ist da so... Also ich weiß nicht, was da die Rotation ist, die RNG... Die Wahrscheinlichkeit, dass da gegönnt wird, aber ja gut, ich glaube jetzt hier mit den Geistern, die wir haben, also bei aller Liebe, aber ich glaube, das bringt jetzt gar nichts, da jeweils zwei Punkte aufzufüllen. Know what I mean? Daher, oh, wobei, wie viel bleibt denn ihm noch? Er hat ja auch eine neue Technik gelernt. Wisst ihr, was ich meine? Wir halten rein. Und wasten. Jetzt gucken wir uns mal seine Werte an. 35 Schuss. Das ist der wahre Schmackofatz. Das ist mehr als Javier. Wie? Wie geht das? Dafür haben wir jetzt die royale Lanze. Sorry, jedes Mal, wenn ich royal ausspreche, muss ich das so aussprechen. Oder, Junge, wir gehen mal kurz in den Shop. Oh mein Gott, wir können uns das Zertifikat für die Gefahrenzone kaufen. Rein! Rein in den Aal. Wir haben alle möglichen Tokens, die wir brauchen. What? Stark, Alter. Sehr, sehr cool. Wir haben leider noch keine Victory-Sterne. Scheiße. Aber das macht ja gar nichts. Da schlagen wir doch zu. Da schlagen wir zu. Oh, wir müssen auch unbedingt mehr Armreife kaufen und so ein Shit. Ja, Mann. Was? Das Woker-Armband? Wir können es nicht kaufen. Dann eben leider der Armreif. Für die Technik, Thaddeus. Für die Technik. Und die noch einmal. Holy, wir haben gar nicht mal so viele Items, die wir kaufen können. Wir haben noch gut gekämpft. Ich fühle mich hier immer, nach jedem Shop-Besuch fühle ich mich scheiße behandelt. So richtig unfair. So viele Duelle gemacht, so viele Schüsse. Nichts davon wird belohnt. Verbessern unsere Technik. Für den Schuss. Wie ist... Aha, schaut mal hier. Den können wir ihm geben. Ah, nee, das ist was... Ja... Es sind eigentlich Torwart... Es ist ein Torwart-Item, aber ich glaube... Ich glaube, Mark hat's schon, oder? Der ist schon full belegt. Wisst ihr was? Wir geben es ihm trotzdem. Für den Flex auch einfach. Ach so, wait a sec, was? What? Hatten wir gerade nicht noch eins? Bin ich gerade... Die sehen doch gut aus. Hä? Hatte ich gerade... Habe ich kein Item mehr frei? Ich habe nicht... Junge, ich bin mega verwundert. Haben wir denen hier vielleicht noch Items gegeben, die wir ihnen wieder
wegleiern können. Ich glaube, Javier hat vielleicht noch was, ja. Nein, auch nicht. Boah. Niemand hier hat Items bekommen. Das ist ja mal maximal traurig. Aber ich muss auch dazu sagen, es ist halt auch, ne? Ist halt auch teuer. Ja gut, damit könnten wir jetzt schon die Gefahrenzone freischalten. Was müssen wir allerdings tun, um hier reinzukommen? Ticket. Ein Ticket? Was für ein Ticket? Wie komme ich an dieses Ticket? Ist es auch im Shop? Müssen wir später vielleicht nochmal schauen. Kämpfen nochmal gegen die Allstars. Wir sind ja jetzt wieder ein Level höher gegangen. Was bedeutet, wir sind insgesamt wieder etwas besser. Was heißt, wir sind wieder etwas stärker als das gegnerische Team. You get it? Ein Level über ihnen schon. Und jetzt das Ding. Ich habe wirklich gedacht am Anfang des Let's Plays, dass diese Gegnerteams auch mitskalieren von den Leveln. Weil, ich weiß nicht wieso, aber mich hat diese Teamaufstellung, ne, die ganzen Spieler quasi jetzt hier, wir sind 7, 6, 7, meistens auf 7 getrimmt. Und hier haben wir so 5 bis 7 und ich dachte, okay, vielleicht skalieren die auf Level 5 auch mit, dass sie auf 6 kommen und so. Okay, was haben wir für eine Karte bekommen? Ich habe nicht darauf geachtet. Können auch jetzt nicht nachsehen, leider. Super Barriere. Ich glaube, das könnte auch für den Torwart sein. Ich weiß aber nicht, ob es noch irgendwann eine genauere Definition dafür gibt. Oh nein, er wird den aufhalten, oder? Safe wird er den aufhalten. Hat er nicht! Okay, dann auf ihn. Und dann auf Axel. Immerhin 90 Schuss, also. Wir haben gut abgezogen. Sehr gut abgezogen. Was bringt das jetzt nochmal? Achso, Bindungskraft, okay, bessere Pass. Achso, ja. Bessere Passgedönse, gar nichts. Okay, cool. Sehr, sehr cool, Alter. Wie weit willst du noch dahin? Er hat mich einfach komplett auseinandergenommen. Er hat mich auseinandergenommen. Diese Sau. Hier geblieben, du kleine Arschsau. Es reicht jetzt. Passt auf ihn. Aua. Wir kriegen unseren ersten Elfmeter, glaube ich. Okay, whatever. Wie auch immer das jetzt geht. Nein. Er ist in die richtige Ecke gegangen. Wieso? Das hätte so ein safes 1-0 werden können, Mann. Das wäre das entspannteste 1-0, was ich jemals gehabt hätte. Warum? Rennst du bitte nach draußen? Nee. Okay. I don't know, was er da jetzt gerade... Er hat einen Schuss versucht. Da ist viel frei. Lasst uns kurz einen Prozess machen, meine Brudis. Ich hoffe, es hat noch gezählt. Oh mein Gott, der wird so reingehen, Alter. Der wird doch so schmecken, du kleine Sau. Und jetzt halt das mal, Mark Evans. Was? You gotta cry. Ich habe nicht das Gefühl, dass unser Team besser geworden ist. Also,
Ich habe bessere Items angelegt. Ich habe alles gemacht und es bringt alles gar nichts. Ist halt auch sowieso klar, oder? Was versuchst du? Er hat einen eigenen Schuss versucht. Was ne Sau, ey. Was ne Sau. Ja gut, ne? Also ich sag mal, der nächste Schuss von uns wird ja eh reingehen. Das heißt, wir tendieren auf ein 1-0. Das ist immer so cool, wenn man das so sagen kann. Aber wer weiß, was die anderen noch können, ne? Nichtsdestotrotz, wir haben auch eine Karte, die wir ebenfalls zu nutzen wissen. Dies ist klar. Okay. Let's go. Nein. Oh, bitte. Ist es hier dann so, der am schnellsten perfekt drückt, gewinnt dann? Weil ich drücke jetzt immer so schnell ich kann. Und ich glaube, das bringt es dann auch. Oh mein Gott, die Lanze. Oh ja. Rein damit. Rein damit! Er weiß ganz genau, er kann nicht. So ein Sassi-Backer. Habe ich den Button noch dafür? Scheiße, keine Zeit. Ja, also ich sag mal ganz vorsichtig, es sieht gut aus. Hey, endlich mal kein Foul. Oh nein. Dafür ist meine Prozentanzeige noch nicht genug. Ich weiß nicht, ob das was ändert, ob das was verbessert. Ich mache es mal trotzdem. Ist das vielleicht sogar gleich ein 2-0? Mal gucken. Nein! Du bist doch so eine Maus! Axel Blaze, die Wildmaus! KP leer! Ey, das Game ist so cool, Mann! Die ersten Parts, ich glaube, an die Leute, die sich richtig demotiviert fühlen, weil sie nie gewonnen haben. Guckt in mein Let's Play rein, guckt in die ersten Parts rein. Für mich lief das genauso. So viel verloren, so viel unentschieden. Ich kam mir so scheiße vor, ich habe jeden Zweikampf verloren. Ich wusste einfach nicht wie. Und ich denke, es ist halt... Seymour! Es ist eine Learning by Doing Geschichte. Yes. Zum Beispiel, ich sprinte jetzt. Ihr habt es auch vielleicht die letzten Parts ein bisschen gemerkt. Ich habe die Sprints ein bisschen sein gelassen. Beziehungsweise immer nur dann, wenn es wirklich nötig war. Also wenn es wirklich nötig war und das Feld frei war, habe ich das genutzt. Straight up. Kann man hier irgendwie so... Ich glaube, du kannst so ein Abuse machen wie in Breath of the Wild. Ein Sprint-Abuse. Wait a second. Das hat sich voll so angefühlt. Royal. Ach je. Wallzeit getunnelt. Das Spiel macht Spaß, Leute.
Easy Clap, Alter. GG, well played. Mehr kann ich hier gar nicht zu sagen, wirklich. Ich habe auch nicht darauf geachtet, was wir so für Geister bekommen. Warum kriege ich hier eine Durchschnittsscheiße? Was soll denn das? Ey, da lohnt es sich ja noch irgendwie mehr, für solche Geister in das erste Match zu gehen. Wisst ihr was? Das machen wir auch gleich. Mir reicht das, Alter. Du kriegst hier zwar mehr EP, aber das heißt nicht, dass du bessere Items kriegst. Also, come on, Mann. Warum? Also ganz im Ernst. Warum soll ich denn meinen Kopf ficken, Alter? Da können wir auch über Themen reden und ein bisschen datteln, oder? Weiß ich nicht. Also jetzt mal ehrlich, Leute. Aber gut, es mag trotzdem ein hartes Duell werden. Mit Kevin Dragonfly. Der den Dragon Ball macht. Und so weiter. Ey, du, Leute, ich hab Kommentare gelesen. Und die würde ich ganz gerne mal abarbeiten. Und zwar. Warum haben sich die Kommentare jetzt zurückgesetzt, Mann? Das YouTube-Studio hat sich irgendwie zurückgesetzt. Erstmal danke für die ganzen Kommentare, Leute. Ehre und Liebe geht raus. Oh, nice, nice. Wir haben aber eine Seymour-Karte bekommen, das habe ich gesehen. Also eine Trainerkarte beim letzten Mal. Das war sehr schmecky. Ein leckerer Schmecky. Ich suche gerade die Kommentare noch. Das ist ja... Eine Sekunde. Okay, ich habe ihn gefunden. Und zwar, der Kommentar ist von Soul Matter Planet Zoo Jur. Und er hat geschrieben, hast du schon gelesen? Der Zeitraum für die Demo, für diese Beta hier, ist bis zum 28. Juni 2024. Die zögern das Spiel jetzt ewig weiter raus. 2025 Release. Ich sehe es schon kommen. Erstmal Grüße gehen raus. Und ich glaube jetzt nicht unbedingt... Also erstmal zur Länge der Demo. Zur Länge der Beta. Also Leute, das ist ja mal maximal wild, oder? Come on. Also, ist das nicht maximal wild, dass wir hier einfach bis Ende Juni dieses Spiel spielen dürfen? Also jetzt mal ganz im Ernst. Mein Gedanke war, dass diese Demo hier allenfalls bis, was, Mitte April geht. Also wirklich so eng durchgetaktet, so. Am Anfang habe ich sogar noch Kommentare gelesen, wo Leute geschrieben haben, ja, diese Online-Multiplayer geht für 3 Tage und dann kommt der Story-Modus. Und ich denke mir so, nein? Was los? Naja, und am Ende des Tages haben wir jetzt hier 3 Monate Content, Leute. 3 Monate Content. Was ziemlich based ist. Wir dürfen nicht vergessen, ne? Es gab jetzt eine ziemlich lange Pause und das Ding ist, Level 5 möchte sich des... Also das ist mein Gedanke bei dem Punkt hier. Ich glaube, sie lassen diese Demo hier so lange gehen, weil ihnen das Feedback der Spieler halt so wichtig ist. Ich glaube, das ist halt so ein Ding. Ich darf auch nicht reingrätschen. Was ist denn das für eine Scheiße? Also... Leute, wir müssen das positiv sehen. Ich sag euch, wie das ist. Wir können jetzt nicht hergehen und sagen, es ist verheerend, dass diese Beta so lange geht. Natürlich wäre es mir auch lieb, wenn diese Demo bald zu einem finalen Release kommen würde. Aber hier ist halt das Ding, die Entwickler haben sich halt dazu entschieden,
diese Demo so lange gehen zu lassen, aufgrund auch dessen, weil dieses Gameplay noch nicht final ist. Das ist halt das Ding. Ja, wie kann ich das denn? Kriegen wir jetzt hier eigentlich auch Karten? Ja, kriegen wir. Stark. Sehr wild. Diese Gameplay-Szenen hier, die sind halt noch, also, ich würde sagen, die sind kurz vor der, die sind gut an der Vollendung. Aber wir alle wissen, das Game, das braucht noch ein bisschen Zeit. Das merkt man eben entschieden manchmal daran, dass eben die RNG teilweise so negativ reinkickt, wenn Schüsse passieren zum Beispiel, ne, diese Durchbrechungs- oder Unaufhaltsamschance, ne, das ist ja alles schon debattierbar. Und wir müssen unseren Beitrag dafür leisten, dass das hier im finalen Release nicht auch so sein wird wie hier in der Demo. Wir haben einfach gewonnen. Also, das Ballduell. Das Spiel fühlt sich für mein Empfinden. Ich will ein Video machen mit meiner, ich sag mal, eindeutigen bisherigen Meinung zu einem späteren Zeitpunkt. Vielleicht im nächsten Part, damit ich mich dann besser konzentrieren kann, nehme ich dann ein Match vorauf oder so. Wobei, ich muss schon ein bisschen auf Vorrat aufnehmen, wenn ich es mal so bedenke. Vielleicht nicht im nächsten Part. Vielleicht nicht im nächsten Part. Aber sehr bald. Sehr bald. Also, wisst ihr allein schon diese Tatsache, dass Level 5 einen Postkasten aufgemacht hat. Inazuma Post, wo man seine Meinung zu dem Spiel äußern kann. Natürlich ist klar, ich glaube bisher nur auf Englisch und Japanisch. Aber ich sag mal, selbst wenn Achso, das ist ein Duell. What the fuck, Mann. Ich wusste nicht, dass ich jetzt wieder... Also erstmal... Yo, what? Das ist ja noch nie passiert. Stark. Also ihr müsst mal bedenken, ja, diese Tatsache, dass hier einfach so Inazuma Post aufgemacht worden ist, die Möglichkeit eben Feedback dazulassen, damit es im finalen Spiel eben nicht so aussieht wie hier. Ne? Wir haben jetzt gerade auch wieder so einen kleinen Spielfehler gesehen. Ich wollte ihn eigentlich sofort ansprechen, aber das mit dem Torwart gerade. Er hat den Ball geworfen in meine Arme. Und das ist nicht nur ein Ding, was bei unseren Torwerten passiert, also nicht nur bei mir passiert das ja, sondern auch bei eben den Gegnern. Und ich finde, das muss einfach aufhören, dass die Spieler alle so scheiße tief drinstehen. Oder sagen wir, so weit vorne eigentlich, weil wenn sie tief stehen würden, dann, naja, würden sie nicht den Ball verlieren. Und dass das schon beim Torwart passiert, also come on, Mann. Das ist ja, also im normalen Fußball wäre das jetzt ein Profisport. Würden wir darüber lachen. Hier ist es nicht zum Lachen. Es sei denn, es ist zu deinen Gunsten natürlich, aber das wünschst du ja auch keinem irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Wenn du das jetzt online spielst und der Torwart, also der Spieler, der Gegner, Spieler in dem Falle, wirft den Ball vermeintlich zu seinem Spieler, der Ball kommt aber gar nicht so weit, sondern er landet schon bei mir. Also, das ist ja schon unfair, ne? Oder auch so Sachen, die ich glaube ich sogar im letzten Part angesprochen habe. 4-0, ich raste aus. Es gab so ein... Hier dieses... Eine Sekunde. Kennt ihr diese Duelle, wenn der Ball hochkommt und dann zwei Spieler um den Ball rangen und dann dieses Quicktime-Event kommt mit dem Mickey-Maus-Gesicht? Na, oben ist ein Kreis, oben rechts ist ein Kreis und unten ist ein Kreis. Und ihr müsst halt... Ihr habt es gerade gesehen. Und das ist mir schon mal passiert außerhalb des Spielfeldes. So, what the fuck? Warum? Hinaus!
Das habe ich nicht verstanden. Genauso wenig verstehe ich, wieso man jetzt hier... Ich war doch dran, ich bitte dich, Alter. Komm. Oh, Mann. Ich weiß nicht, was ich da tun soll. Also, manchmal kannst du halt nichts machen. Come on, Alter. Oh, bitte. Also, und diese Zweikämpfe auch. Also, manchmal, es ist schon intuitiv, aber ich wünschte, es wird noch dieser eine extra Funken mehr sein. Wo du besser erfühlen kannst, wie kommt der Ball jetzt? Wie wird der Gegner sich jetzt verhalten? Und vor allen Dingen, selbst wenn du nah dran bist, kann der Spieler halt trotzdem einfach durchkommen. Oh Gott. Ja, dass der Ball gerade so weit ging, das ist ja auch unglaublich, Mann. Wow. Wow, ist der nah dran, also. Das ist schon wild. Glanzparade. Es war eine 50-50-Chance dabei. 50-50, dass es nicht 5-0 wird, Bruder. Das glaub mal. Sehr schönes Duell. Sehr deliziös. Und, ey, am Ende des Tages. Wenn ihr nicht wollt, dass gewisse Spielfehler in das Spiel integriert werden, wie sie jetzt gerade drin sind, wie ich das gerade beschrieben habe auch, und vielleicht sind euch ja noch weitere Sachen aufgefallen, ey, schreibt das den Entwicklern. Schreibt es ihnen, weil dafür ist diese Feedback-Ecke da, dass sie ihnen die Probleme beschreiben könnt. Und ich denke, wie gesagt, das ist auch der Grund, warum das so lange geht, bis Ende Juni. Ich glaube aber, um auf den Kommentar zurückzukommen, dass es nicht bis 2025 dauern wird. Ich glaube, das Spiel kommt dieses Jahr noch raus. Vielleicht nicht in diesem Sommer, vielleicht im Spätsommer, vielleicht im Herbst. Weil ich glaube, die Entwickler arbeiten auch gerade jetzt noch am Spiel und ich glaube, die werden auch weiter patchen innerhalb dieser Beta hier. Stark. Stark, stark. Das ist halt das Ding. Die Entwickler bleiben ja nicht mit dem Progress auf der Strecke stehen, während die Beta läuft, sondern sie arbeiten und arbeiten und arbeiten. Das bedeutet, also möglicherweise ist nach dem 28.06. auch gar nicht mehr so viel Zeit, die verstreicht bis zum Release. Also wir müssen natürlich bedenken, wenn das Spiel physisch rauskommt und ich bete dafür, ne, dann vielleicht irgendwann im September, Oktober oder so. Wir müssen wirklich bedenken, die Cartridges müssen gepresst werden, da muss der Content drauf, ne? Das muss verschickt werden, das dauert seine Zeit. Ne? Und deswegen sollten wir nicht zu geduldig, also wir sollten geduldig mit den Entwicklern sein. Ne? Und solange wir es sind, zocken wir diese Beta. Ist doch alles cool. Ich finde nicht, dass da irgendjemand verloren hat bei der ganzen Sache. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen anyways und bis zum nächsten Mal. Haben Sie sich wohl.